Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunehmend hat man den Eindruck, dass Sie in Ihrer politisch-geistigen Umnachtung die Realität selbst bei einfachsten formalrechtlichen Gegebenheiten regelrecht ausblenden. Nicht, dass ich mich über Ihre Nullaussage in Ihrem Antrag, der Landtag stellt fest, dass die unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung Grundsätze des unternehmerischen Handelns sind, lustig machen wollte. Dazu fehlt mir leider die Redezeit. Aber, meine Damen und Herren der SPD und CDU, es ist schon eine einmalige intellektuelle Leistung, im ersten Satz Ihres Antrags das freie Unternehmertum zu beschwören und schon im nächsten Satz zu verlangen, dass die Unternehmen des Hotelgewerbes bitteschön den Mehrerlös durch die Mehrwertsteuerabsenkung wie folgt zu verwenden haben. Erstens zur Anpassung der teilweise niedrigen Löhne, zweitens zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch notwendige Investitionen und drittens für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, und das hätte ich jetzt ganz gerne dem Herrn Dr. Niseri gesagt, der wieder mal nicht da ist. Sie sind doch, Sie sind, Herr Dr. Niseri, Sie sind ja der Fraktionsführer der Sozialdemokraten, und gerade Ihnen müsste ja bekannt sein, dass die SPD seit ihrem Godesberger Programm sich zumindest offiziell vom Marxismus losgesagt hat und damit akzeptiert, dass Eingreifen in das Marktgeschehen von Seiten der Legislative nur im Rahmen ordnungspolitischer Maßnahmen möglich ist. Was Sie jedoch hier vorlegen, ist der Wunsch nach einer Mischform aus freiem Unternehmertum und planwirtschaftlichen Elementen aus der Schule des Marxismus. Aber Gott sei Dank ist Ihr Antrag ja nichts anderes als ein Spuk ohne rechtliche Grundlage, selbst wenn Sie Ihrem Nonsens, und davon ist auszugehen, hier heute zustimmen sollten. Sozial verantwortliches Unternehmertum, was Sie hier einfordern, gerade von der SPD, hat gerade Ihre Politik unmöglich gemacht. Sie erbetteln hier Sozialstandards, für deren Vernichtung Sie mitverantwortlich sind. Ein Unternehmer lässt sich im Übrigen aus gutem Grunde von landespolitischen Hinterbänklern oder Ex-Verwaltungsrichtern nicht vorschreiben, was sie mit erwirtschafteten Mitteln zu tun zu gedenken. Sie, sehr geehrter Herr Glawe von der CDU, haben auch Ihre Unterschrift unter diese Luftnummer gesetzt. Und wenn das stimmt, was Sie im amtlichen Handbuch des Landtags über sich verbreiten ließen, waren Sie ja, bevor Sie politischer Experte für alles wurden, Krankenpfleger. Und vielleicht rührt es ja daher, dass Sie messerscharf erkennen, wie krank doch durch falsche Pflege die gesamte Wirtschaftsstruktur Mecklenburgs-Vorpommern ist. Und vielleicht rührt auch daher Ihre Bereitschaft, sich in Gesundbetung zu üben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierungskoalition, das wird Ihnen nicht weiterhelfen. Ihr ganzes betriebswirtschaftliches Unverständnis wird schon in Ihrem Antrag darin ausgedrückt, dass Sie davon ausgehen, dass der Unternehmer durch eine Mehrwertsteuersenkung automatisch über mehr Liquidität verfügen wird. Sagen Sie, wo leben Sie eigentlich? Sie verstehen Ihr eigenes Wirtschaftssystem nicht. Wettbewerb wird durch unternehmerische Entscheidungen in Gang gehalten, und die könnten ja auch so aussehen, dass in der Hotellerie der Steuervorteil zur Senkung der Preise in diesem Gewerbe Verwendung findet. Und es sieht im Gastgewerbe so aus, dass dies nicht auszuschließen ist. Denn eines funktioniert eben nicht, meine Damen und Herren. Alle haben keine Arbeit, aber in Mecklenburg-Vorpommern machen alle Urlaub. Ich komme zum Schluss. Vielleicht schaffen wir Nationalen es ja, das Lachen über Ihren Antrag in Wut umzufunktionieren. Wut der Angestellten, der kleinen Leute, die für 4,50 € in der Hotellerie beschäftigt sind, und dass die dann bei der nächsten Herr Wahl sich Abgeordneter an den Blödsinn Pastörs, erinnern, den Sie hier vorgelegt haben, und nicht Sie wählen, Herr sondern die Abgeordneter nationale Pastörs, Opposition, kommen nämlich Sie die zum Schluss. NPD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.